Da das ein oder andere traumlos dabei ist, das wird man sehen. Definitiv einen Traum erfüllt hat sich Shamil Bourachvili mit seinem sportlichen Märchen vom Flüchtlingskind zum WM- und Olympiamedaillengewinner. Mit 10 Jahren verließ er seine Heimat Tschetschenien, lernte Österreich und Judo kennen und lieben, um 17 Jahre später sich und uns alle mit Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 zu überraschen. Und vor 2 Wochen schließlich erkämpft er in Taschkent seine erste WM-Medaille. Shamil Bourachvili stellt seine außerordentliche mentale Stärke in Usbekistan wieder einmal unter Beweis. Ich bin jetzt nicht mehr der Jäger, ich bin schon der Gejagte, das weiß ich. Im Medaillenkampf stößt er auf ein altbekanntes Gesicht. Er hat die letzten beiden Kämpfe gegen Mollei verloren, auch bei der Weltmeisterschaft 2021. Said Mollei ist Ex-Weltmeister und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Auf die Matte bringt er ähnliche Qualitäten wie Bourachvili. Er ist ein sehr starker, sehr kräftiger Kämpfer, aber Mollei eben auch. Und deswegen tun sich beide sehr schwer gegeneinander. Der Österreicher hat den für Aserbaidschan startenden Iraner im Vorfeld jedoch umfangreich studiert. Ja, das wird eine Vasari-Wertung sein. Ja, schon angezeigt. Führung für Bourachvili. So, jetzt muss er durchhalten. Wieder muss er wieder seine Kämpferqualitäten auspacken, wie bei den Olympischen Spielen. Und tatsächlich, der zweite Blitzangriff führt zum Siegesippon und zu WM-Bronze. Das war's. Ivan Bönisch ist schon aufgesprungen. Das ist die Medaille für Shamil Bourachvili. Es ist die erste Medaille der Herren bei einer WM seit 15 Jahren. Möglich wird das durch seinen unbändigen Kampfgeist. Gut, der Shamil ist jemand, der gibt in jeder Einheit 100%. Aber ich glaube, sein größter Vorteil ist, dass er definitiv ein Wettkampftyp ist. Dass er an sich glaubt, dass er immer mehr als 100% gibt. Und wie gesagt, nicht nur im Training, sondern im Wettkampf und da über sich hinaus wächst. Disziplin und ein Wille so stark, dass man ihn eher bremsen muss. Das bringen Shamil und seine 2 Brüder Wahid und Kimran schon in ihre erste Judo-Einheit mit. Seit 16 Jahren trainieren die 3 Seite an Seite. Die total harte Arbeit, den Ehrgeiz, den sie an sich gesetzt haben. Das Training, wo es einfach über das Normale rausgeht einfach. Die haben daheim wirklich noch viel trainiert. Und sind laufen gegangen. Also das war schon einzigartig. Der Weg bis zum ersten Mal Judo ist jedoch schwer. 10 Jahre ist er alt, als seine Familie 2004 aufgrund des bereits 5 Jahre andauernden Krieges in Tschetschenien nach Österreich flieht. Wie wir nach Dreiskirchen gekommen sind, ja, es war, jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, in Dreiskirchen war es jetzt für viele nicht so schön, aber für mich war es unglaublich schön, weil wir haben jeder hat ein eigenes Bett gehabt, jeder hat eigene Decken gehabt, alles Mögliche, was ich drüben nicht gehabt habe, das ist schon was, ja, nicht selbstverständlich für alle. Über ein Jahrzehnt lang lebt Familie Bourachvili in dieser Hochhaussiedlung in Wels. 10 Personen auf 90 Quadratmeter. Man hat sich nicht so richtig einsam gefühlt oder so, auch an Tagen, wo es geregnet hat und wo man keine Kontakte haben konnte mit den Freunden, waren wir immer zusammen und hatten immer Spaß. Das war schon richtig lustige Zeit. 17 Jahre nach der Flucht geht dann mit dem Olympiaerfolg der hart erarbeitete Traum in Erfüllung. Da ist er, der ist nervlich stark, das ist doch wirklich unglaublich. 3 Sekunden, 7 Sekunden noch bis zum Ipponsieg. 5, 4, 3, 2, 1 und... Jetzt bitte aber wirklich! Ein Riesenerfolg mit Riesenemotionen. Und für die nächsten Spiele in Paris gibt es übrigens auch schon einen Plan. Da wollen nämlich alle 3 Brüder teilnehmen, Seite an Seite. Und schon hat er den nächsten Traum. Wie realistisch wäre das, dass alle 3 gemeinsam bei den Olympischen Spielen an den Start gehen? Ich glaube, Wachit liegt um Rang 60 in der Weltrangliste, Kimran 200. Also kann das wirklich passieren? Ja, auf jeden Fall. Also realistisch ist es schon. Weil ich habe die Karriere erst da sehr spät angefangen. Und bei mir hat es auch perfekt gepasst. Also Wachit ist auf einem guten Kurs.
macht jetzt auch gute Wettkämpfe. Dem fehlt noch ein bisschen Routine, aber ich bin mir sicher, dass wir das Ziel schon schaffen werden. Ich glaube, Kimran ist auch vor allem wichtig, nicht nur als Trainings, auch als Bezugspartner für Sie. Wie sehr, wie wichtig ist er? Also der Kimran war ja mit mir bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dabei. Da habe ich eine große Überraschung gemacht, und zwar die Bronzemedaille. Mhm. Und jetzt auch bei der Weltmeisterschaft war ich wieder dabei und das ist eine große Stütze. Er findet immer die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt und er kennt mich richtig gut. Und da weiß er halt, wie er mich halt schützt, dass ich nicht viel Druck habe oder dass ich nicht jetzt nervös werde und hin und her. Und das ist extrem wichtig. Was sagt er dazu Ihnen? Was sind die richtigen Worte? Ist er da auch streng oder was kommt da? Nein, gar nicht. Also das sind so ganz einfache Sachen. Also wie fühlst du dich, wie hast du geschlafen und was brauchst du? Und dann nach dem Training massiert er mich aus, lockert den Körper aus und die ganzen Sachen, also die ganz einfachen Sachen. Aber wenn man halt Gewicht macht und wenn man halt woanders ist mit dem Kopf, genau die Sachen stören dann auch. Das Olympiabankerl, das wir gesehen haben, steht bei Ihnen daheim im Garten. Genau, ja. Wer hat das so schön gezimmert? Das habe ich vom Bürgermeister gekriegt, von unserem Bürgermeister, Machtenka Bürgermeister. Der hat mir das geschenkt nach dem Olympiafang. Könnten Sie es handwerklich? Ich glaube, der Kimran besser als ich. Also. Jetzt liegt da die Medaille, die Bronzene, die Sie in Taschkent gewonnen haben. Wie sehr haben Sie die gefeiert? Wie viel Zeit nehmen Sie sich da? Naja, ich habe jetzt 2 Wochen eigentlich komplett pausiert, also Trainingspause gehabt. Also ich habe mit meiner Freundin, mit meiner Familie gefeiert. Und für mich ist ehrlich gesagt die WM-Medaille extrem wichtig gewesen, weil letztes Jahr habe ich die Olympiamedaille gemacht, danach hat sich viel geändert bei mir. Und dann jetzt ein Jahr drauf beim Höhepunkt wieder abzuliefern, ist nicht so leicht und das ist mir gut geglückt und auf das bin ich richtig stolz. Aber nicht nur Sie, andere und auch Sie selbst haben jetzt im Vorfeld davon gesprochen, diese Medaille ist möglich, die ist realistisch. Haben Sie sich selbst auch ein bisschen schwieriger dadurch gemacht, die ganze Situation? In Tokio waren Sie noch der Gejagte, also der Jäger, der überraschen konnte. Naja, unter Druck entstehen Diamanten. Von dem her, ich kann mit Druck extrem gut umgehen. Mhm. Und ich habe das nicht, dass ich jetzt so richtig nervös werde dahin und her. Ich genieße es mehr. Und ich feiere das extrem, wenn viele Leute zuschauen. Und vor allem jetzt in Usbekistan ist Judo auch extrem populär. Mhm. Und das hat mir richtig getaugt. Und das hat mir richtig jetzt so die Motivation gegeben, die Atmosphäre da drinnen. Es waren 10.000 Leute in der Halle. Da geht es richtig ab. Und da will jeder Sportler also richtig geil performen und das hat gut gepasst. Dann haben Sie im Kampf um Bronze Ex-Weltmeister Saed Molay, einen Iraner, der jetzt für Aserbaidschan kämpft, geschlagen. War das so ein herausragender Kampf, ein besonderer Kampf? Ja, extrem besonders, weil ich bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihn im Semifinale verloren. Mhm. Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen unterschätzt gehabt, weil davor habe ich ja 2-mal gegen ihn gewonnen. Einmal in der österreichischen Bundesliga und dann bei den Top 36 der Welt Masters. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich muss die Medaille machen, ich muss die Medaille jetzt mit heimholen. Und da habe ich einmal gut analysiert gehabt. Der jüngere Bruder, der Wachit, der ist richtig gut. Also im Bereich halt Analyse und so, der kennt sich richtig gut aus und der kann mir halt richtig gutes Feedback geben. Und der ältere Bruder auch. Und das haben sie gut gemacht und das ist uns gut geglückt. Aber waren Sie am Ende dann wirklich ganz zufrieden mit der Bronzemedaille? Ich bin nie zufrieden mit meiner Leistung. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich immer mehr will. Aber ich bin halt trotzdem stolz, dass ich die Medaille gemacht habe. Sie haben jetzt bei dieser Weltmeisterschaft 4 Siege gefeiert. Bei allen 4 waren Sie in Weiß gekleidet. Einmal haben Sie verloren, da haben Sie Blau getragen. Sind Sie abergläubisch? Nein, das ist mir erst nach dem Wettkampf aufgefallen, ehrlich gesagt. Das hat mir der Judo-Präsident, unser Präsident, der Martin Beuger, hat mir das gesagt, dass das so war. Da haben wir gedacht, echt? Da haben wir selber kurz nachdenken müssen. Nein. Also aber haben Sie irgendwelche Rituale oder? Rituale sind immer dieselben. Also bevor ich auf die Matten gehe, sitze ich mich hin, also in die Hocke. Das ist halt mein Ritual vor jedem Kampf. Ob das in Weiß oder in Blau ist, spielt keine Rolle. Nach Tokio hat es doch ein bisschen gedauert, bis wirklich wieder gute Ergebnisse gekommen sind. Haben Sie länger als vielleicht gedacht mit dieser neuen Rolle gekämpft, jetzt plötzlich im Mittelpunkt auch zu stehen und vielleicht auch zu den Favoriten zu gehören? Ja, nach Olympia. Bronze, da hat sich extrem viel bei mir geändert. Also, da war ich nicht mehr der Jäger, sondern mehr der Gejagte. Und ich habe ehrlich gesagt noch die Spiele, weil die Olympia-Quali ist ja heuer mit Juli losgegangen. Und bis Juli haben wir eigentlich neue Sachen ausprobiert. Und da haben wir gesagt, okay, ist nicht wurscht, ob wir jetzt verlieren oder nicht beim Wettkampf, aber es war gut, wenn ich halt neue Sachen ausprobiere. Und da sind wir halt so Selbstvertrauen
dass ich Selbstvertrauen gewinne, dass ich bei den wichtigen Turnieren dann abliefere. Aber dennoch, es war schon schwierig für mich mit dem umzugehen, mit der Medaille, weil es aus dem Nichts gekommen ist. Hat sich auch abseits der Mathe für Sie etwas verändert? Ja, für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ich jetzt vor der Kamera über meine Lebensstory erzähle. Das ist für mich was Besonderes und das wird auch für mich immer besonders sein. Ich bin extrem dankbar für das, dass ich die Chance kriege. Und das hat sich extrem verändert und auch generell, es haben sich privat auch ein paar Türen geöffnet. Haben sich nicht nur privat, sondern auch im Sport Türen geöffnet durch diese Medaillen? Die anderen wissen jetzt, wie gut sie sind. Kommt man leichter an gute Trainingsgegner heran? Kommt man leichter zu internationalen Trainingscamps? Also bei uns, wir haben ja verschiedene internationale Trainingscamps. Es ist immer verschieden, mal in Spanien, in Italien und so weiter. Früher habe ich immer selber fragen müssen, ob wir heute halt Trainingssparring machen können. Und heute werde ich die ganze Zeit gefragt, hey, machen wir das Erste, machen wir das Zweite, machen wir das Dritte? Hast du da was frei, da hin und her? Und da ist, man ist jetzt schon berühmt in dem Judo-Kreis, würde ich sagen. Und das, für das habe ich auch trainiert und das habe ich jetzt erreicht. Sind Sie ein unangenehmer Gegner? Das weiß ich nicht. Da müssen es die Gegner fragen. Da gibt es einige sehr interessante Frauen im Verlauf Ihrer Karriere. Sabrina Filzmoser, die Sie, glaube ich, sehr früh schon unterstützt und gefördert hat. Und dann waren Sie, glaube ich, in jungen Jahren schon Sparringpartner von Hilde Drechsler vor den Olympischen Spielen in London, wo die dann die Medaille gewinnen konnte. Jetzt ist Yvonne Bönisch Nationaltrainerin. Haben Frauen Ihre Karriere wirklich maßgeblich beeinflusst? Ja, generell. Also, es hat angefangen mit der Mama. Also die Mama ja viel Trainings mit mir gemacht, also Mentaltrainings, also Gespräche. Ich muss ehrlich sein, war keine einfache Person und bin noch immer keine einfache Person. Also ich verlange viel und ich möchte das halt schnell. Und das ist halt nicht immer leicht. Und ja, die Sapsi, die ist ja mit mir, die Sabrina Filzmoser, wir sind ja im selben Verein, also, und die hat uns von Anfang an immer geholfen. Die hat uns ihre alten Judogis geschenkt und hat uns von daheim abgeholt ins Training gebracht. Und ja, das Das sind schöne Erinnerungen und ich bin extrem dankbar, dass sie uns da geholfen hat. Und ja, dann ist Anfang 2021 Yvonne Bönisch als Nationaltrainerin nach Österreich gekommen. Und ja, die hat viel umstrukturiert und dann ist alles bergauf gegangen. Und jetzt haben wir einen neuen Trainer noch dazu gekriegt, den Robert Kravcic, ein ehemaliger Top-Athlet in meiner Gewichtsklasse und auch Europameister. Und von ihm kann ich genauso viel lernen. Und auf die Zukunft. Ist Ihre Gewichtsklasse vielleicht sogar im Vergleich mit den anderen die am härtesten umkämpfte? Kann man das so nicht sagen? Naja, das kann man ehrlich gesagt schon sagen. Also jetzt bei der WM, waren wirklich jetzt die Besten da. Also von Nummer 1 bis Nummer 10, alle waren da. Und dort wieder abzuliefern, dort wieder Medaille zu machen, das war jetzt nicht so einfach so, ja, mal schauen. Also man muss wirklich top drauf sein, mental, physisch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen Gewichtsklassen schwach sind. Nein, das nicht, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie besser sind. Können Sie die Nummer 1 der Welt werden? Ich werde die Nummer 1 der Welt. Das ist erfreulich. Abgesehen vom Sportlichen, Sie haben im Herbst auch ein Fernstudium begonnen, technisch, wirtschaftlich, in diese Richtung geht es, glaube ich. Was würde Sie nach der Karriere beruflich interessieren? Irgendwas im Managementbereich. Also ich habe die HTL-Maschinenbau abgeschlossen. Danach habe ich die Profisportkarriere angefangen. Also jetzt gerade habe ich angefangen mit Wirtschaftsingenieurwesen und ja, das wird sich ergeben. Also zurzeit fokussiere ich mich jetzt auf Paris und dann schauen wir weiter. Da wird sich hoffentlich auch noch was ergeben. Ich wünsche Ihnen jetzt schon alles Gute auf dem Weg dorthin. Dankeschön. Liebe Grüße natürlich auch an Ihre Brüder und an die Familie. Danke für den Besuch. Danke.